Wie lange läuft denn die Zeit? So unangenehm. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Jüngere darf anfangen. Okay. BSV-Spielerin der Saison. Ah, Jüngere darf anfangen. Lea Hüther. Steffi Melbeck. Antje Lenz. Pevelin, ich weiß nicht, wie sie damals hieß. Lenz. Okay. Randi Bühler. Marcella Dehn. Richtig. Diane Lamein. Richtig. Wie lange läuft denn die Zeit? Ja, ich würde jetzt dann langsam runterzählen dann. Oh Mann, es kann eigentlich noch nicht so schwierig sein. Fünf. Isabel Klein. Das ist falsch. Okay. Eine sitzt hier übrigens direkt nebenan. Hättest du dich jetzt als nächstes genannt, Lohne? Das wäre meine letzte Chance. Also von meiner Zeit. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Also, die ganzen, ja. Älteren. Also Susanne Henze hätte da noch wissen können. Okay. Ja. Fredda. Stimmt. Isabel Kaiser. Jessica Oldenburg. Ja. Oh Gott. Und dann ein bisschen älter, Natascha Kotenko, Debbie Klein das zum Beispiel. Das wäre auch noch. Das ist nicht so schlimm, aber die aktuellen hätten wir schon wissen können. Ja, gut. Oh, 1-0 für Lohne. Dann gut, auf die nächste Runde. Auf die nächste Runde. Zittern. BSV-Spielerin mit mindestens 500 Bundesligaspielen. Toren. Spielen steht hier. Denn 150, habe ich da was falsch geschrieben. 500 Bundesligaspielen. Entschuldigung, das ist auf Tore bezogen, mein Fehler. Mit mindestens 500 Bundesligatoren. Fange ich jetzt an? Ja. Konzentration. Jessica Oldenburg. Ja. Lohne Fischer. Ja, natürlich. Steffi Melbeck. Ja. Anni Bühler. Ja. Suse Petersen. Ja. Andrea Böll. Ja. Jana Podpolinski. Ja. Isabel Klein. Ja. Randi Bühler. Hatte ich schon. Ist schon genannt gewesen. 1-1. Also, wir hätten noch gehabt Diane Lamein. Friederike Gubernatis, Kotenko, Melanie Schlieker. Ja. Auch noch gewesen. Und Alexandra Pawelska. Okay, das war jetzt nicht so schlecht. Ja. Das war okay. Ja, okay. Ja, solide. Ja. Dann Entscheidungsrunde. Und dann mache ich wieder. Aber ich bin echt ein bisschen zitterig. Ich auch. Oh Gott, das finde ich ganz schlimm. Teams in der Handball-Bundesliga der Männer 2020-2021. Boah! Das finde ich ganz schön. Ich habe richtig schwitzige Hände. Okay, du fängst an. Ja, stimmt. Rhein-Neckar-Löwen. Also diese kommende Saison, ne? Die kommende Saison, denk dran, es spielen 20 Teams dann in der Bundesliga. Da kommen wir nicht hin, können. Ja, THW Kiel. Mhm. Die Füchse. Flensburg-Handewitt. Dann Bading. Ja. MT Melsung. Stuttgart. Ja. Wetzlar. Ja. So unangenehm.
kurzen Moment Bedenkzeit. Ein paar Sekunden sollst du kriegen. Okay. Ich versuche gerade so. Oh, ich leide. Ich leide richtig und schäme mich. Es kommt nichts mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Hättest du noch wen gewusst, Lohne? Hannover? Ach, ja, ja, wow. Hannover wäre noch dabei gewesen. Ach, warte mal jetzt. Oh Gott. Druck ist ja raus, du hast gewonnen. Ja. Da gibt's doch noch. Also bei 2 werdet ihr euch richtig ärgern. 3. Ja, es ist richtig fein. Also, einmal fährt er sogar selber hin in die Stadt, wo gespielt wird. Pro Saison. Findet er ganz toll. Bietigheim sind die. Nee, die sind zweite Liga. Göpping. Göpping, genau. Oh Mann, was ist denn da im Westen noch? Ja, ich versuche auch schon nach der Linz-Richtung zu gehen, aber es hilft nicht. Ja, Lemgo. Lemgo. Magdeburg. GW de Minden. Bergischer HC. Leipzig. Oh Tussem Essen. Wäre noch was dabei gewesen. Ja, so ein, zwei Sachen. Naja, wir hätten dann noch ein bisschen können. Glückwunsch an dich, Lohne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.